Ja, moin liebe Teens, richtig schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute wollen wir uns Markus Kapitel 12 ansehen und während wir jetzt die letzten Kapitel des Markus Evangeliums lesen, sollte dir auffallen, dass sich gerade in der Geschichte von Jesus alles zuspitzt. Natürlich weißt du, dass Jesus Christus ans Kreuz genagelt werden wird. Und interessanterweise kündigt Jesus dies auch immer wieder an. Und trotzdem finden wir hier in dem Markus Kapitel 12 ganz viele Konfrontationen und darüber hinaus immer wieder Gleichnisse, also Geschichten, die Jesus teilt, um Menschen das Reich Gottes zu erklären. Eine Geschichte, die ich total spannend finde, ist ab Vers 28. Da heißt es nämlich, dass ein Schriftgelehrter das Reich Gottes wirklich verstehen wollte. Na, jetzt ist das so ein geflügelter Begriff, Reich Gottes. Was ist ein Reich? Naja, du wirst das sicherlich von deinen Eltern kennen. Solange du deine Füße unter meinem Tisch streckst, wird getan, was ich sage. Naja, so in der Richtung. Es geht darum, dass Herrschaft ausgeübt wird, dass jemand in Verantwortung ist, der Entscheidungen trifft. Und die Juden zu der damaligen Zeit, die erwarteten einen König, der kommt und sie befreit von dieser römischen Besetzungsmacht. Und Jesus, interessanterweise, widersprach nicht, wenn er als König bezeichnet wurde oder als Messias. Ja, das ist der verheißene König, der kommen sollte. Und das Interessante ist, dass Jesus aber wusste, ich werde am Kreuz sterben und dadurch Gottes Herrschaft wieder auf die Erde bringen. Ja, also Gottes Reich. Nun, die anderen hatten irgendwie etwas Kraftvolleres erwartet, was Mächtigeres. Nun, in Markus Kapitel 12, ab Vers 28 ist nun ein Schriftgelehrter, der Jesus fragt, okay, warte mal, wie sieht denn dein Reich dann aus? Und wie erlange ich Zutritt zu diesem Reich? Und Jesus spricht am Ende von zwei Geboten. Er sagt, weißt du, wenn du den Glauben verstehen willst, wenn du verstehen willst, worum es Gott wirklich geht, dann sind es diese zwei Gebote. Erstens, liebe Gott mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Verstand, mit deiner ganzen Kraft. Und das zweite Gebot, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und was mir geholfen hat, um das zu verstehen, ist, dass Liebe zu Gott, also sozusagen die Vertikale, sich immer darin zeigt, wie wir andere Menschen lieben. Also die Horizontale, also vertikal, Liebe zu Gott, Gott ist im Himmel, und Horizontale, deine Liebe zu Mitmenschen. Und das ist, wie Jesus das Reich Gottes erklärt und sagt, am Ende geht es um das Thema Liebe. Liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Markus Kapitel 12 endet dann mit einer spannenden Geschichte. Und zwar lesen wir von Jesus und seinen Jüngern, wie sie gemeinsam Menschen beobachteten, die von ihrem Geld etwas in die Opferkasse des Tempels hineinlegten. Und das war ganz unterschiedlich. Es gab Menschen, die gaben richtig viel und dann beobachten sie eine Witwe, die scheinbar, möchte ich betonen, sehr wenig in den Opferkassen wirft. Und Jesus fokussiert diese Witwe und spricht mit den Jüngern darüber und sagt, habt ihr diese Witwe gesehen? Und dann sagt er, sie hat scheinbar wenig gegeben, aber doch viel, viel mehr als all die anderen wohlhabenden Menschen. Und dann überlegen die Jünger und sagen, hä? Das verstehe ich nicht. Und dann malt Jesus ihnen das vor Augen und sagt, wisst ihr, das eine ist, wenn man aus seinem Überfluss gibt und das andere ist, wenn man scheinbar gar nicht so viel zu geben hat und doch bereit ist, etwas zu geben. Und das führt mich zu einem ganz, ganz wichtigen Prinzip.
Es geht nicht darum, wie viel du hast, sondern es geht darum, dass du bereit bist, etwas zu geben. Nochmal, ja, es spielt keine Rolle, wie viel du hast, sondern es geht darum, dass du etwas gibst. Und das ist sozusagen das Prinzip des Segens. Ja? Wer selbst bereit ist, anderen Menschen etwas zu geben, wer bereit ist zu investieren, wer bereit ist, sozusagen ja, so einen Segensfluss anzustoßen, ja, derjenige kann auch wieder was empfangen. Ja, und ich glaube, das ist eine, auch eine richtig coole Challenge dann für diese Woche, dass du einmal über dich und dein Leben nachdenkst und überlegst, warte mal, was habe ich denn zu geben? Ja, also das können Finanzen sein, aber es kann auch solche Themen sein wie deine Zeit, deine Aufmerksamkeit, deine Wertschätzung, dein Fokus. Ja, was kann ich geben? Ja, und vielleicht sagst du, naja, ich weiß gar nicht, ob ich so viel habe, was kann ich denn schon geben? Also ich gehe noch zur Schule, ich habe noch gar nicht irgendwie was gelernt, meine Fertigkeiten und meine Fähigkeiten sind noch nicht so ausgebildet. Ja, es mag sein, dass du nicht ganz so viel hast wie ein Erwachsener, aber du hast etwas, was du geben kannst. Und dazu möchte ich dich ermutigen, dass du einfach bereit bist, von dem, was dir anvertraut wurde, etwas zu geben, etwas zu säen, damit du Teil eines größeren Segensflusses wirst und wo du spüren und erleben wirst, dass du auch den Segen Gottes dadurch in deinem Leben in einem größeren Maße erleben kannst. Und wisst ihr, was ist schöner, gesegnet zu werden oder die Freude in einem anderen Menschen zu sehen, der gesegnet wurde? Und das Spannende ist, es ist das Zweite. Scheinbar meint man, es ist angenehmer, wenn man selbst gesegnet wird, aber es ist viel großartiger und viel erfüllender, wenn man sieht, wow, ich konnte etwas geben, das dem anderen gut getan hat, das ihn ermutigt hat, gestärkt hat und so weiter. In diesem Sinne wünsche ich euch eine richtig gute Woche. Und vergesst nicht, Markus Kapitel 13, wir biegen wirklich jetzt auf die Schlusskurve hin. Bald wird Jesus gekreuzigt und was das dann mit deinem Leben zu tun hat, das hören wir in den nächsten Wochen.